in unserem Elend wirklich so dreckig und so üble Erfahrungen in Südamerika, wie es mir ging, hatte ich in diesem einen Jahr Paraguay nicht gemacht. Und hier genau dasselbe. Ihr habt nur Reservierungen, es wurde nichts gezahlt. Zu dem Zeitpunkt stehen wir schon da und sagen, okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Festgesessen und sind buchstäblich die Hölle durchgegangen. Wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, um die Geschehnisse zu verarbeiten, weil wir einfach so am Zittern waren. Wenn da wirklich so viel Negatives kommt, dann kann da ja wohl nicht alles mit rechten Dingen zu. Wurden sie ja betrogen. Es wurde gesagt, der Flug ist gebucht worden und es wurde gar nicht gebucht. Ich sag, das ist ja schon ein Haken. Ne? Und diese Leute, die würde ich nicht empfehlen, sondern andersrum allen abraten. Die sollen auf keinen Fall mit so einem Reisebüro Kontakt aufnehmen. Heute erzähle ich dir von der schlimmsten Erfahrung, die ich in Paraguay erlebt habe. Was ist passiert? Ich gebe dir kurz die Kurzfassung. Wir wurden um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen und das Problem ist nicht mal das Finanzielle, sondern dass das vielen anderen auch passiert ist und aktuell noch passiert. Ich möchte dich davor schützen. Ich fühle mich davor verpflichtet, dir das mit dir zu teilen. Und das Ganze war nicht mal der finanzielle Schaden, sondern dass wir wirklich hilflos am Flughafen festgesessen sind in Brasilien und dort auch weitere ganz üble Dinge passiert sind. Die Reise von Paraguay nach Deutschland hat insgesamt 62 Stunden gedauert. Mit Kind sind wir echt festgesessen und sind buchstäblich die Hölle durchgegangen. Wir haben eine gewisse Zeit gebraucht, um die Geschehnisse zu verarbeiten. Und mir geht es nicht darum, dieses Reisebüro, das zu verschulden hat und diese betrügerischen Maschen anwendet, als Betrüger zu deformieren, sondern weil ich dich warnen und davor schützen möchte. Das meine ich nicht als Beleidigung, sondern für mich und für meinen Juristen ist es Betrug, rein rechtlich. Ich bitte euch, diesen Beitrag zu teilen, damit sich diese ganze Botschaft rumspricht, damit keiner in dieselbe Falle oder in diesen Fehler reintappt, wie wir es getan haben. Der Grund, warum wir auf ein Reisebüro zugegangen sind und Flüge buchen wollten, war der, dass wir meiner Familie unseren Sohn vorstellen wollten. Der ist in Paraguay geboren und noch nicht alle konnten ihn kennenlernen. Deswegen haben wir uns dann dieses Jahr vorgenommen, nach Deutschland zu fliegen und haben da auch geplant, Flüge zu buchen und haben das dann auch getan, als wir auf ein sehr interessantes Reisebüro gestoßen sind, nämlich mit dem wir dann letzten Endes auch diese Erfahrung sammeln durften. Das Reisebüro kommt zwar aus Kolonie Sommerfeld, agiert aber überwiegend über WhatsApp und über Telegram-Gruppen und ist über WhatsApp sehr aktiv. Es handelt sich dabei um ein paraguayisches Reisebüro mit deutschen Mitarbeitern. Sie haben einen super kompetenten Eindruck von Anfang an gemacht. Ihre Beratung, sie haben sich super viel Zeit genommen, zwischenmenschlich auch super aufrichtiges Auftreten, eine wirklich gute Beratung. Sie waren auch bemüht, mit Kind da dieses Babybasket zuzubuchen und alle Hilfsmittel, um als Elternteil auch angenehm reisen zu können. Wirklich ein stimmiges Gesamtpaket angeboten. Die Flüge zu einem sehr, sehr fairen Preis mit einem hohen Grad an Flexibilität. Und auf diese Flexibilität habe ich schlussendlich zugegriffen, weil meine Mutter eine Herz-OP hatte. Und das der Grund war, weshalb wir diese ganze Reise ein Stück weit vorgeschoben haben. Und das war Grund Nummer zwei, weshalb wir so schnell nach Deutschland kommen wollten und auch letzten Endes nach Deutschland auch schnell gereist sind. Letzten Endes sind wir auf das Reisebüro zugegangen, haben unsere Reisedaten genannt, ganz normal, haben unsere Beratung telefonisch bekommen und haben dann, nachdem sie unsere Erwartungshaltung an die Reise verstanden haben, haben wir halt eingewilligt zu dem Preis und ihnen unser Geld überwiesen und wir haben uns davon erhofft, Tickets zu erhalten. Als wir dann um die Tickets gebeten haben, haben wir auch Tickets erhalten, schöne Dokumente, die wir dann am Flughafen vorlegen sollen. Und dann haben wir auf die Reise gewartet. Wir sind dann ein paar Tage später, nach der siebenstündigen Busfahrt, haben wir noch ein paar Stunden gewartet am Flughafen und haben unser Gepäck aufgegeben, haben ganz normal eingecheckt mit den Dokumenten, die wir erhalten haben und sind so von der Hauptstadt Paraguays nach Brasilien, nach Sao Paulo geflogen. Also der Flug von Paraguay nach Brasilien
lief wirklich, wirklich gut und ich war so zufrieden mit der Gesamtsituation, wie es einfach mit Kind lief. Esra ist 7 Monate alt gewesen und das war die erste wirklich große Reise und wir hatten keine Ahnung, wie er darauf reagiert. Und bis dahin war es perfekt. Er war gut drauf, wir waren locker, entspannt, es lief alles nach Zeitplan. Und dann kehrte sich das Blatt ganz schnell. Und ab dem Moment war es absolut nur noch Horror, weil wir kamen an den Schalter. Und ich versuche jetzt eine Kurzfassung zu machen. Das heißt, es gab noch so viele Details, die aber in dem Moment wie irrelevant sind, weil sie zu beheben wären. Und zwar wurde der Flug verschoben, was nicht schlimm war. Um ein paar Stunden hätten wir ausgehalten. Und es gab ein paar Probleme hier und da. Alles in Ordnung. Aber was nicht in Ordnung war, ist, dass an dem Moment, wo wir dann einchecken wollen, wir unsere ganzen Dokumente über den Schalter geben und es plötzlich heißt, es gibt Probleme mit den Dokumenten, weil ihr habt nur Reservierungen, ihr habt keine gebuchten Tickets. Und wir sagen, doch, klar, hier, wir sind mit der Fluggesellschaft, Reisegesellschaft, dies und das. Das Reisebüro hat alles vorbereitet. Die sagen uns, okay, alles klar, geht nochmal und prüft das. Es wurde so viele Prüfungen durchgelaufen, immer und immer wieder. Und wir waren ständig im Kontakt mit dem Reisebüro und haben natürlich alles erzählt. Und die sagen, nein, was? Die schieben die Schuld auf uns, das kann nicht sein. Wir haben doch alles vorliegen. Und dann sagen wir, okay, alles klar, dann haben wir ja die Sachen vorliegen. Irgendwelche Codes werden uns durchgegeben, irgendwelche Nummern, dies und das. Wir überreichen alles und das heißt ständig, ja, ihr habt Reservierungen, aber gezahlt wurde absolut nichts. Also sind wir wieder mit dem Reisebüro in Kontakt. Die versichern uns die ganze Zeit, doch, es gibt ein Hin und Her. Wir verpassen den ersten Flug, weil wir einfach nicht mehr einchecken können. Dann heißt es, okay, alles klar, ihr kriegt den nächsten Flug. Hier nochmal genau dasselbe. Wir buchen euch die Tickets, legt alles vor, wir legen alles vor. Sind schon ein bisschen so, okay, eigentlich hatten wir einen Plan, jetzt auf einmal, anstatt dass wir mit einem Zwischenstopp sind, haben wir schon 2 Zwischenstopps vor uns. Und auch hier genau dasselbe Szenario, wir haben nur noch eine Stunde in etwa Zeit, bis das Boarding zu Ende ist. Und hier genau dasselbe, ihr habt nur Reservierungen, es wurde nichts gezahlt. Zu dem Zeitpunkt stehen wir schon da und sagen, okay, was geht hier eigentlich gerade ab? Ich habe in meinem Leben viele Flüge gebucht. Allzu kompliziert ist das auch nicht. Und wir wollten einfach eine ganz entspannte Reise, uns um nichts kümmern, weil Simon hat schon so physisch, psychisch einen ziemlichen Druck, was seine Mutter anbelangt, aber auch als Vater die erste Reise mit einem Säugling und mir. Und in dem Moment bin ich nervlich langsam wirklich am Ende, wegen meinem Druck, den ich habe, wo ich merke, Esras Stimmung kippt extrem. Und wären wir ganz normal geflogen, dann wäre alles perfekt gewesen, weil er wirklich noch gut drauf war. Aber zu dem Zeitpunkt spürt er auch unseren Stress und es entwickelt sich so eine richtige Spirale nach unten. Und so geht es die ganze Zeit weiter und weiter und weiter, bis wir auf einmal abends haben und es heißt, es fliegt nur noch ein Flug heute. Aber den könnt ihr euch selber buchen. Natürlich haben wir nicht akzeptiert, aus eigener Tasche diesen Flug oder Weiterreise zu bezahlen. Wir sind damals noch nicht von Betrug ausgegangen, sondern von Fehlern, die auch mal vorkommen können. Das Reisebüro hat uns auch in diesem Glauben gelassen. Es ist ein Einzelfall, der total neu für sie ist und der natürlich nicht an ihnen liegt. Der Flughafen ist schuld, wir sind vielleicht schuld, das Flughafenpersonal ist schuld, die Airline ist schuld, das Buchungssystem ist schuld, die unerfahrene Kollegin im Reisebüro ist schuld, alle, nur nicht das Reisebüro als Ganzes. Jedenfalls kam es für uns nicht in Frage, diesen Flug aus eigener Tasche zu bezahlen, weil wir das Geld auch nicht hatten. Bedeutet, wir haben 0 Uhr. Wir haben eine Riesenreise von Hohenau in die Hauptstadt, Weiterreise nach Brasilien, haben den ganzen Tag in einem Tumult am Flughafen verbracht. Wir stehen da ohne nichts. Und ja, wir sollen uns doch ein Hotel buchen, sagt das Reisebüro. Und natürlich waren so kurzfristig alle Hotels ausgebucht. Wir waren psychisch
so fertig, dass selbst wenn wir das Geld bei uns geführt hätten, nicht mal in der Lage gewesen wären, ein Hotel-Check-in durchzuführen, weil wir einfach so am Zittern waren und ich ganz ehrlich zurückfliegen wollte. Ich musste ehrlich sagen, ich kam mit dieser Situation nicht klar zu wissen, in dem Moment wird in Deutschland jetzt gerade meine Mutter in den OP-Saal reingefahren, wo ich eigentlich zur Seite stehen wollte der Familie, und ich hänge hier gerade in Brasilien am Flughafen fest und muss hier eigentlich in der Ecke am Boden pennen am Flughafen, und dieses Reisebüro hat in Wirklichkeit alle Fehler begangen. Das Flughafenpersonal bis hin zu jedem Manager, mit dem wir geredet haben. Und es waren echt viele verschiedene unabhängige Airlines, haben gesagt, dieser Fehler liegt 100% beim Reisebüro und sie müssen diese Verantwortung tragen, die sie natürlich abschütteln, total abgeschüttelt haben. Jedenfalls, wir sollen unser Hotel buchen, in unserem Elend, wirklich so dreckig und so üble Erfahrung in Südamerika, wie es mir ging, hatte ich in diesem einen Jahr Paraguay nicht gemacht. Ja, wir haben echt auf dem Boden gepennt, und während ich da auf dem Boden lag, wusste ich, meine Mutter wird in den OP-Saal reingefahren, wird am Herzen operiert. Während mein Kind halber am Ausflippen, am Kollabieren ist, weil es nicht versteht, was gerade eigentlich los ist. Mit unseren paar Wertsachen, die wir haben, und mit dem genauen Wissen, dass Sao Paulo einer der kriminellsten Städte Südamerikas ist, muss ich im Halbschlaf mich noch auf dem Boden an meinen Koffer klammern, dass jemand nicht auf die Idee kommt, auf der Schnelle mir den wegzureißen und wegzurennen. Wir waren in einem psychisch so elendigen Zustand, dass das ein sehr guter Mensch, ich möchte ihm danken, um 3 Uhr in der Nacht uns ein Hotel finanziert hat. Wir möchten dir vom Herzen danken. Es sind im Zusammenhang mit dem Reisebüro aktuell eine Menge Kosten entstanden unsererseits, von dem Hotel bis hin zu dieser Rückreise, die wir mit ihnen nicht mehr wahrnehmen können und nicht werden, weil wir keine Tickets haben. Wir werden ohne Tickets nicht nochmal an dem Flughafen stehen. Ich bin nicht dumm. Und nach ein paar Wochen wollte ich natürlich nicht, als wir dann später angekommen sind, vom allergrößten Betrugsfall ausgehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt über 8 Fälle, die genau so stattgefunden haben wie bei uns. Also das von meinen Freunden, das ist aktuell, das ist heute, haben wir auch gesagt, du erkundet euch wegen dem Rückflug, weil ihr habt jetzt kein Ticket, noch gar kein Beleg, gar keine Flugnummer, gar nichts. Und die wurden jetzt 3-4 Tage vertröstet, die haben probiert anzurufen, dann haben die nicht abgehoben, dann hat er gesagt, wir sollen uns bei mir melden, Miri nicht abgehoben, also ein ganzes Theater, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hatten die Kontakt auch mit aufgenommen, und hat zugesagt, dass der Flug gebucht ist, alles läuft gut, und die Flugnummer und den Rest wird sie halt 24 Stunden vorher zuschicken. Und genau, heute Morgen sind sie nach Asunción gefahren, und gegen 10 Uhr teilt mir mit, sagt, du, wir müssen den Flug selber buchen. Ich so, wie müsst ihr selber buchen? Und eigentlich muss dazu stehen und sich melden. Ein Rückflug jetzt kostet für sie knappe 2000 Euro für eine Person, nur der Rückflug. Und diesen 3 Personen, also aus einer Familie und ein Bruder noch von dem Mann. Ne? Und das widerspricht sich, weil hat ja gesagt, dass es ist alles gebucht und das kriegen sie zugeschickt. Und mein macht das Gleiche jetzt momentan durch. Die ist nach Deutschland geflogen, hatte auf dem Hinflug schon nach Deutschland Probleme. Leider wussten wir das alles nicht. Hat nach Deutschland schon Probleme gehabt, hat ein Ticket bezahlt oder das Geld Hin- und Rückflug. Die hat sofort zu Anfang schon am Flughafen Probleme gehabt, musste ein neues Ticket buchen. Das gleiche Problem, sie versucht, die zu erreichen, da kommt halt nichts. Ne? Vor circa genau einem Monat hatte für mich gebucht. Wir sind in Brasilien am Flughafen angekommen und es fing schon dort an, dass sie meinen Flug wohl nicht gefunden haben. Dann habe ich erstmal gefragt, die hat mir dann verschiedene Nummern geschickt und irgendwann mal haben die dann doch den Flug gefunden. Dann sind wir zu viert nach Sao Paulo geflogen, dachten ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Einchecken, kommen an den Schalter und der Mann wird da halt ganz hektisch und sagt, ihr müsst jetzt sofort an die Informationen, da gibt es irgendwelche Probleme und in 15 Minuten ist das Check-in vorbei. Dann haben sie uns gesagt, die Tickets sind nicht gebucht, sondern nur reserviert. Ob das alles damit rechten Dingen
zugeht, ist wirklich fraglich. Ne? Den Fall, dass wir Tickets gebucht hatten, auf dem Hinflug war der erste Abschnitt, ja, war alles gut. Und dann beim zweiten musste man selber nochmal buchen. Und jetzt der Rückflug ist nicht da. Also, wir kriegen das Rückflugticket. Kam halt die Information, dass sie doch nicht fliegt. Zwei Flugdaten an mir gesendet. Da kam auch erstmal länger nichts. Dann hat mein Mann mir angerufen. Sie hat gesagt, sie meldet sich. Dann habe ich sie nochmal erinnert, also mit dem ganzen Hin und Her. Weil das ja alles irgendwie nicht in Ordnung ist und da nicht alles richtig verläuft. Aber ich habe nichts schwarz auf weiß. Das heißt, ich habe überwiesen, aber es ist halt nichts da. Wo ich dich speziell vor diesem Reisebüro warnen möchte. Ich möchte dich nicht an diesen Namen festnageln, weil ruckzuck ist der Name, das Logo geändert von diesem Reisebüro. Wir hatten insgesamt ein hohes Vertrauen an das Reisebüro, weil wir es auch empfohlen bekommen hatten. Wir hatten auch von ein paar Leuten gehört, die eine gute Reise auch mit ihnen hatten. Aber schlussendlich, weil wir keine Tickets haben für die Rückreise, weil Schäden entstanden sind, wollten wir unser Geld zurück. Uns wurde dieses Geld mehrfach zurückversprochen und konkrete Daten auch genannt, mehrfach. Aber kein einziges Mal wurde es eingehalten. Es wurde immer gesagt, morgen sende ich dir den Überweisungsbeleg. Nach so vielen nicht eingehaltenen Aussagen müssen wir einfach davon ausgehen, dass es gelogen ist, dass sie auch nicht daran interessiert sind, dieses Geld zurückzugeben. Das Vertrauen ist natürlich total gebrochen. Und warum gibt es auch ein paar Leute, die wohl gut mit ihnen gereist sind? Dazu muss ich halt einfach sagen, man kann nicht in jedes Haus der Nachbarschaft einbrechen und unerkannt bleiben. Man muss auch hier und da ein paar gute Rezensionen haben, weil ohne die Weiterempfehlung wären auch wir nicht mit ihnen geflogen. Einige Zeit später hat das Reisebüro auch bekannt gegeben, dass ihr Buchungssystem gehackt worden sei und dass das die Ursache ist, weshalb so viele Fehler aufgetreten sind. Das Coole ist, dass ich mich mit dieser Reisebranche etwas auskenne und ich weiß auch, mit welchem Buchungssystem sie arbeiten. Und mich hat es an der Stelle einfach mal in den Fingern gejuckt, nachzufragen, was eigentlich Sache ist bei diesem Buchungssystem. Und das habe ich für euch getan. Und nachdem ich die Antwort bekommen habe, hat sich immer mehr dieser Betrugsverdacht bestätigt. Guten Tag, mein Name ist Simon Lang. Sprechen Sie auch Deutsch? Ja, bitte. Sie wünschen? Guten Tag. Ich melde mich bei Ihnen aufgrund dessen, dass mein Reisebüro mit Ihnen als Buchungssystem zusammenarbeiten und ich dringend von Ihrer Seite aus einen Ratschlag benötige. Ich bin Kunde eines Reisebüros und eben mit Amadeus zusammenarbeitet und die kassieren Gelder ein, reservieren, aber zahlen im Endeffekt die Flüge nicht und die Kunden und ich unter vielen anderen, die stehen dann blöd am Flughafen und sagen im Endeffekt, Amadeus wurde gehackt, Amadeus wurde gehackt. Und was mir gerade in den Fingern juckt... Ich kann garantieren dir, dass der Amadeus ist nicht gehackt. Das ist das weltgrößte Veranstalter von Flughäfen, Software, Booking, ganz weltweit, Zug, Flüge, Reisebüros und alles drum und dran. Das ist ein absolut wahnsinnige Aussage von denen. Okay, also Sie können bestätigen, dass Januar, Februar, März zu keiner Zeit Ihrerseits im Unternehmen irgendetwas gehackt wurde oder lahmgelegt wurde, weshalb... Ich würde sagen, absolut nicht, auch sonst würde du das in den Fernseher hören. Ja, das wäre eine größere Sache. Das ist eine laute Betrug, leider, ja... Hört sich, ob sie in eine Falle reingefallen sind, aber Amadeus ist absolut nicht gehackt. Hackerangriff hin oder her, aber wenn ich gehackt werde und eine Dienstleistung anbiete, dann tue ich sofort meine Dienstleistung lahmlegen. Was ich aber feststellen durfte ist, der Nächste ist geflogen, ist in die gleiche Situation gekommen, der Nächste ist geflogen, in die gleiche Situation gekommen und so ging es weiter, weiter und weiter. Und spätestens jetzt muss langsam ein Licht aufgehen, dass es hierbei nicht nur um Fehler geht, um Inkompetenz, wovon wir erstmal ausgegangen sind, von Anfängerfehler, sondern auch von betrügerischen,
täuscherischen Handeln, wenn ich für einen Hin- und Rückflug bezahle und ich nicht mal einen kompletten Hinflug erhalte. Wenn ich damit nicht mal der Einzige bin, dann was ist es, wenn das kein Betrug ist? Gebt mal ein bei Google Betrugsmaschen Reisebüro und es ist eine gängige Praxis, Fake-Tickets auszustellen und quasi die Leute so zum Flughafen zu schicken, abzukassieren. Mein Anliegen ist jetzt an dich, wenn du jetzt jemanden kennst, der auch in die gleiche Situation gekommen ist wie wir, bitte ich dich, diese Person an uns zu schicken. Wir haben eine Telegram-Gruppe, bei denen wir Leute sammeln und zusammen eine Sammelklage vorbereiten gegen dieses Reisebüro. Je mehr wir sind, desto besser können wir die Kosten aufeinander strecken, desto besser können wir auch einen Anwalt, einen besseren Anwalt finanzieren, desto mehr Beweismittel haben wir und wir werden vor Gericht auf jeden Fall großen Erfolg haben. Wir haben jede Menge Audiodateien und Beweismittel von verschiedenen Parteien, die als Beweismittel einfach dienen. Nein, wir sind immer noch in Brasilien. Wir müssten normalerweise gestern schon abends losfliegen. Hat sie gesagt, nein, ihr fliegt heute gar nicht, ihr fliegt morgen. Ich sage, wieso? Sind wir zum Flughafen gefahren und haben uns selber vergewissert, ob wir überhaupt im System für morgen, quasi am 6. für den 7. da sind. Und uns wurde gesagt, nein, ihr seid im System gar nicht drin, weder am 6. noch am 7. Da haben wir nachgefragt, ob wir überhaupt am 6. Tickets sind. Uns wurde gesagt, ja, es gibt für den 6. auch für den 7. Tickets. Bloß ihr seid da nicht drin. Da haben wir mit dem telefoniert und dann sagt sie, nein, es gibt keine Tickets. Dann sagt sie uns, dann kauft sie doch. Das sind $3.900, zwei Tickets nur nach Frankfurt. Jetzt haben wir schon 14.21 Uhr. Wir haben noch immer keine Nachricht, ob wir heute überhaupt fliegen werden. Die Nacht haben wir verbracht im Hotel und das hat sie mit uns durchgezogen beim Hinflug. Und ich bin mir sehr sicher, auch beim Rückflug das Gleiche. Ich will nicht, wenn ich sowas erlebt habe, dass ein nächster Mensch einfach aus gut Glauben, so wie ich, ich habe die begrüßt, ich habe sie gesegnet, ich habe denen alles Gute gewünscht als gläubiger Mensch an gläubigen Leute. Aber wenn die sowas treiben und das schon, sage ich mal, nicht aus Versehen, sondern das ist irgendwie eine professionelle Absicht, würde ich mal sagen, dann sage ich mal, Leute, das mache ich nicht mit. Wir sind jetzt auf deine Unterstützung angewiesen, dass du diesen Beitrag teilst, um einfach die Leute, die in nächster Zeit fliegen, vor diesem Reisebüro zu warnen, dass sie nicht in dieselben Situationen kommen wie wir. Unsere Forderung schlussendlich ist einfach die, schließt euer Reisebüro und erstattet die Kosten zurück, die ihr verursacht habt bei den Leuten. Viele tausende Euros, die sich angehäuft haben. Ihr sagt von euch selber, ihr seid gläubige Christen. Die Bibel sagt, kommt für eure Schulden auf. Die Bibel sagt, den Schaden, den du verursacht hast, sollst du tragen.